wir reden, wenn Sie mal kurz Zeit haben? Pathfinder, Sie haben neue Postin. Ich brauche eine Pause. Sie auch? Machen wir Pause. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten, Ryder? Gerne. Es ist eine Sorte aus Sumatra, aus meinem persönlichen Vorrat. Sobald er aufgebraucht ist, war es das mit Tee von der Erde. Ich habe ständig solche Gedanken. Ich werde dies nie wieder schmecken. Ich werde jenes nie wieder sehen. Da sind Sie nicht die Einzige, Suvi. Mir gehen die ganze Zeit solche sinnlosen Gedanken durch den Kopf. Und? Quälen Sie sie auch so? Sie sind ganz natürlich. Man müsste schon aus Stein sein, um sein Zuhause nicht manchmal zu vermissen. Das Universum ist wie ein gigantischer Wandteppich. Ich liebe es, einzelnen Fäden zu folgen. Aber das lenkt mich davon ab, das Gesamtbild zu sehen. Ich hatte meine Familie, war aber zu beschäftigt mit abstrakten Überlegungen, um sie zu schätzen zu wissen. Nach allem, was Sie mir erzählt haben, würde ich sagen, dass Sie gerade wegen Ihrer Familie hier sind. Ihre Liebe zur Wissenschaft kommt doch von Ihren Eltern, oder? Und sind Sie nicht jedes Mal bei Ihnen, wenn Sie eine neue Entdeckung machen? Ryder, das ist wunderschön. Meine Mutter hat das Implantat in meinem Kopf erschaffen und mein Vater die KI, die es verwendet. Ich habe meine Eltern ebenso wenig verloren wie Sie. Danke, Ryder.
Ich empfange etwas. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Das müsste uns eine endgültige Position liefern, Ryder. Ich hab's. Ich schicke Ihnen sämtliche Daten auf Ihr Universalwerkzeug. Jetzt im Orbit von Kadera. Oh Mann, ich Idiot, ich habe gar nicht gemerkt, dass mein Mikrofon aus war. Es tut mir leid, ich bin schon seit 7 Minuten wieder auf Sendung und habe die ganze Zeit in ein ausgeschaltetes Mikrofon gelabert. Ich glaube es nicht. Oh Mann, auf jeden Fall, viel haben wir jetzt nicht gemacht. Auf jeden Fall habe ich gesehen, die Modelle auf unserem Schiffchen, auf der Tempest, die sind schon nicht schlecht, ne? Aber ich habe es in den Mass Effect Teilen gemocht, dass die auch schon, dass die quasi wirklich 1:1 nachgebildet waren und auch farblich dem Original entsprachen und nicht so komisch silber, chrom, metallisch waren. Also, Entwicklung. Dann entwickeln wir mal die Black Widow. Das wollte ich. Lassen wir das mal. Das brauche ich. Das wollte ich. Und das wär's. Also rechts ist das, was wir brauchen und links, was wir haben. Also E0 habe ich nicht gerade viel. Das heißt, ich müsste mal auf Wanderschaft gehen und gucken, dass ich mir was herstelle. Einen Moment, wen soll ich die nennen? Ich nenne sie mal Black Widow. Black Widow Pathfinder. Ja, die Black Widow Pathfinder Special. Am besten komplett groß, so wie der Rest auch. Da ist die Paw 7, die wollte ich auch. Das ist eine Projektilverbesserung. Also, nee, gerade habe ich anscheinend nicht so viele Verbesserungen. Stellen wir es einfach nur her. Das ist die Core 7, ohne irgendwelche Verbesserungen. Pathfinder Helm. Brauchen wir jetzt soweit nicht. Wie sieht's aus fürs Auto? Haben wir da was? Ja. Eine defensive Verstärkung. Drehmomentverwaltung, was haben wir da? Das Drehmoment ermöglicht dadurch diesen Modus eine größere Höchstgeschwindigkeit.
Machen wir es mal. Im Vierradantrieb. Okay. Aber dafür brauchen wir mehr Element Zero. Und das habe ich gerade nicht. So, dann ändern wir mal die Waffen. Einmal die Pathfinder Special. Was mache ich denn hier? Okay, Moment, Moment, Moment. Erstmal hier den Lauf. Das schwere Thermomagazin und das taktische Zielfernrohr. Das wollte ich alles da drauf haben. Dankeschön. Die Paw werden wir auch ersetzen durch die Paw 7. Dann kriegst du das Magazin. Und das hier. Dich ändern wir mal durch das andere Präzisionsgewehr. Was habe ich denn da? Die. Ja, ich kann jetzt mir aussuchen. Entweder die Ishray oder die Shadow. Nehmen wir die Shadow. Die wollte ich eher ausprobieren. Nehmen wir hierfür mal. Ja, die Ultraleichtmaterialien. Damit es nicht ganz so schwer ist. Und das Aufklärungszielfernrohr. Ja. Hey, lauf hin! Witzig, hier darf ich also nicht um mich ballern. Das darf ich erst hier draußen. Dann testen wir mal. Respekt. Wo müssen wir hin? Da unten. Dann machen wir das mal. Dann können wir auch gleich die Rohstoffe abbauen. Eine Sekunde. Das suche ich nicht. Ich will die neue Lackierung. Die sieht cool aus. Boah, ist so schön dunkel. Wenn Sie Schrott horten, gehören diese Gesetzlosen keiner Gruppierung an. Bleiben Sie also wachsam. Alles mitnehmen.
Nicht schlecht. Hier liegen noch bestimmt irgendwelche Sachen rum, die ich benutzen kann. Oder mitnehmen kann. Da ist doch was. Sorry, ich werde hier gerade zur Sammelhure. Ah, da haben wir doch was. Oh, das war's dann soweit. Ah, da ist nochmal was. Falsch abgebogen bin. Nee, ich bin hier richtig. Da unten sind sie. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Gesetzlose! Danke. Moment mal, das war glaube ich ein Fehler. Ein gewaltiger Fehler. Na toll, ich mach das nie wieder. Jetzt geht die Katze schon wieder ab. Die aber auch nicht merken, dass ein Strahl auf die feuert. Was habe ich bloß mit der Sniper gemacht?
Das heißt, ich werde mir die Sniper nochmal neu machen. Da habe ich wohl richtig Mist gebaut. Erledigt. Granaten, Gewehrmods, Körperpanzerung. Sie sind gut ausgerüstet. Das ist erstklassige Qualität. Wir handeln nicht mit diesem Equipment. Und es wurde auch nicht während des Aufstandes gestohlen. Irgendjemand auf der Nexus muss es ihnen beschafft haben. Das sind angaranische Sachen. Haben Sie die etwa als Trophäen mitgenommen? Dieser ehemalige Anführer, Yale. Er ist auf Eos. Er war Ihre Verbindung zur Nexus. Wenn wir der Sache auf den Grund gehen wollen, sollten wir uns mal mit ihm unterhalten. Ich speichere alles, was wir gefunden haben, als Beweis. Es wird uns mit Sicherheit noch nützlich sein. Bestimmt, und ich muss mir jetzt eine neue Black Widow Pathfinder Special machen. Naja, kann ja nicht alles immer gut gehen. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Was ein krasses Abbaugebiet. Komm schon. Denk mal, hier hinten wird noch irgendwo was sein. Thank you.
In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Das war's. Die Ressourcen in diesem Gebiet sind erschöpft. Was haben wir da? Interessanter Ort, aha. Dann begeben wir uns mal zu dieser Abbauzone. Dieser merkwürdige Salarianer, dessen Name mir nicht mehr einfällt. Wir versteckten uns als blinde Passagiere auf einem batterianischen Frachter und schwammen schließlich nackt in diesem Pool mit Glasboden, frei schwebend über... Hey, was ist? Langweilig Sie? Nein, ich bin nur... Schon gut, ist nicht wichtig. Phoebe, es ist nur... Es war sowieso nur eine alberne Nacht mit dämlichem und sinnlosem Scheiß. Aluminium. Ich hab's mir schon gedacht. Da war doch gerade was, Mann. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Sehr schön. Hier oben könnte noch was sein. Oder okay, auch hören Sie. Ich bin von Ihren Geschichten nicht gelangweilt. Sieht aber so aus. Sie gehen mir manchmal auf die Nerven. Das passiert mir öfter. Es liegt nicht an Ihnen, Phoebe. Es sind die Geschichten. Vielleicht war es dämlicher, sinnloser Scheiß, wie Sie sagten, aber Sie hatten Spaß dabei. Ich habe niemals lustige, sinnlose Dinge getan, als ich jung war. Das war ein Luxus, den ich nicht hatte. Wegen Sid? Ja. Vielleicht waren diese Dinge nur deshalb sinnlos für Sie, weil Sie sie so oft gemacht haben, dass Sie ihre Bedeutung verloren. Habe ich alles? Hier muss irgendwo noch was sein, sonst würde das Ding mir anzeigen, dass alles abgebaut ist. Vielleicht hier hinten. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Okay, das ist der Felsen da. Die Gesetzlosen haben irgendeine Tech gebaut. Sie wollen sie bestimmt verteidigen. Oh, hier habe ich fast alles abgebaut mittlerweile.
schon. Ah, Mist. Da oben vielleicht. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ich weiß. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Wenn ich was finde, sage ich Bescheid. Na toll, noch eine kleine Nebenmission. Habe ich gerade nicht so die Lust drauf. Abbauzone ausreichend selten. Was ist das? Ausreichend einfach. Nehmen wir mal hier vorne. So, wo muss ich lang? Da lang. Und dann könnte ich nebenbei noch das Lager ausräumen. Haben Sie schon das angaranische Essen probiert? Das Beste sind die gegrillten Spinnenkäfer. Sowas würde ich nicht mal anfassen, wenn ich es verdauen könnte. Naja, wirklich verdauen kann das niemand aus der Milchstraße. Aber glauben Sie mir, die Konsequenzen sind es wirklich wert. Außerdem wird der Käfer durch das Grillen gar nicht getötet. Er wird dadurch lediglich so wütend, dass er spuckt. Buchstäblich. Ein Fleisch, das seine eigene Soße zubereitet. Es war erstaunlich. Und irgendwie will ich es jetzt noch weniger essen als zu Beginn ihres Berichts. Mist. Hier soll irgendwo ein Lager sein, aber ich komme da nicht ran. Uran. Schlecht drauf. Wie bin ich denn vorhin da raufgekommen? Nee, man rutscht nur runter. Hat ja leider keine Greifhaken oder so. Sie sind keine turianische Bürgerin, oder? Das ist mir gerade erst aufgefallen. Sie waren nicht auf der Nathanus und sie benehmen sich auch anders. Stimmt, ich bin keine Bürgerin. Ich habe Pelevin verlassen, als ich noch sehr jung war. Ich war nicht mal im Trainingslager. Ein echter Turianer würde wahrscheinlich auf mich herabsehen. Und damit sie es wissen, ich betrachte meine Mutter als Musterbeispiel einer echten Turianerin. Ich habe kaum noch Erinnerungen an Pelevin, aber an sie erinnere ich mich. Sie sah immer aus, als hätte sie gerade extrem harten Stuhlgang. Igitt? Ja, Igitt trifft es ziemlich gut. Oh oh. Bin ich überhaupt richtig? Moment mal. Bin ich auf der falschen Seite. Toll. Aber das mit dem extrem harten Stuhlgang wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Die Exilanten haben sich da drüben ganz schön was aufgebaut. Und sie werden sich kaum freuen, uns zu sehen. Komm schon. Warum bist du denn jetzt so übel abgerutscht?
Komm. Geht doch. Petra, sagen Sie es den anderen nicht, aber sie mag ich am liebsten. Warum flüstern Sie? Schließt das auch Ryder mit ein? Diese Rohstoffe wohl liegen? Ah, da ist es. Die Ressourcen in diesem Gebiet sind begrenzt. So. Dann habe ich die halbwegs wertvollen Ressourcen soweit alle eingesammelt und kann mich hier verdünnisieren. Aber vorher müssen wir noch nach Eos. Und ich muss mir eine neue Sniper machen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob es an den, wie heißt es gleich, an den Mod gelegen hat mit der Granate oder an was anderem, dass die Waffe jetzt so übel zackt. Das muss an den Mods liegen. Wenigstens stimmt das Gesamtgewicht wieder. Also ich bin nicht mehr so schwer wie vorher. Naja. Hau ich mir meine alte Black Widow wieder rein. Kann ich wenigstens wieder ein bisschen ballern. Warum steige ich denn da ein? Ich muss doch sowieso zurück. Tja, nicht genug Ressourcen. Moment, ich kann doch die das Präzisionsgewehr wieder zerlegen. Sehr schön. Gil hat gefragt, ob Sie mal vorbeikommen können. Kann ich nicht. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Okay. Okay. Ach so, von dem Typen, wo wir den Anhänger auf den Platz gelegt haben.
Celsius-System. Heimat von Eos und Prodromos. Musst du mir doch nicht immer sagen. Das machst du auch nicht bei Kedera und Haval. Leben im Grenzgebiet. Muss ich noch abschließen. Dieses Asari-Schwert ist aber cool. Leite Sinkflug ein. Die Werte passen. Alles ruhig. Ah, genau vor mir. Tja, Kollege, hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Sind Sie Yale? Ja, bin ich. Stanton Yale. Was kann ich für den Pathfinder tun? Sie können mir von den drei Säbeln erzählen. Ach, verdammt. Tja, diese Reaktion verrät mir schon alles, was ich wissen muss. Hören Sie, ich dachte einfach nicht, dass es jemand rausfinden würde, okay? Es wäre am besten, die ganze Sache einfach ruhen zu lassen. Wir haben einen Fehler gemacht. Erklären Sie mir das. Die neuen Außenposten, unsere Versorgungsrouten, sie brauchten Schutz. Wir konnten uns nicht nur auf sie verlassen. Und um niemanden von der Nexus in Gefahr zu bringen, habe ich vorgeschlagen, Exilanten anzuheuern, die für uns kämpfen. Okay. Im Laufe der Geschichte wurden oft Söldner und Freibeuter für derartige Aufgaben eingesetzt. Es hätte funktionieren können. Das war auch meine Hoffnung. Cochrane und ich hatten gemeinsam gedient. Ich dachte, ich könnte ihm und seiner Crew vertrauen. Ich wurde Ihr Befehlshaber. Ich habe Sie bewaffnet und Ihnen Zugang zu den Prodromas-Operationen verschafft. Aber dann haben Sie sich Ihre neuen Spielzeuge geschnappt und mich verraten. Sie haben diejenigen angegriffen, die Sie eigentlich beschützen sollten. Na toll. Ich habe mich um die drei Säbel gekümmert. Sie werden uns keinen Ärger mehr machen. Verdammt. Das heißt, Sie sind tot? Scheiße. Cochrane war mal ein guter Mann. Aber zumindest wird Addison zufrieden sein. Ein Problem weniger. Moment mal, Addison? Sie war sich nicht sicher, ob Ryder als Pathfinder Erfolg haben würde und brauchte dringend auch andere Optionen. Na toll. Aber das spielt doch jetzt sowieso keine Rolle mehr. Die drei Säbel sind erledigt. Lassen Sie einfach Gras über die Sache wachsen. Also dann, auf mich wartet Arbeit. Wir müssen hier einen Außenposten am Laufen halten. Addison. Was machst du denn da? Ja, ich schaue mich mal hier auf dem Planeten Eos noch ein bisschen um, ein paar Ressourcen sammeln. Denn jetzt nach Meridian zu reisen, wo wir kaum noch Zeit haben, lohnt sich nicht großartig, würde ich sagen. Unsere Ausrüstung wird hier enorm beansprucht. Aber das ist überall anders auch so. Ich mag keine Felsen, die den Nomad unter sich begraben könnten. Selbst wenn sie noch so interessant sind. Ist das so?
Darf er das? Sorry, das ist irgendwie jetzt ein geflügeltes Wort mittlerweile geworden. Ich schaue mich auch gleich mal da vorne bei der Ruine. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Da ist doch was. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so schnell alles aufschöpfen werde. Komisch, ich dachte, ich könnte hier noch was machen, weil da noch mehr als weiß angezeigt wird. Was mache ich jetzt hiermit? Was machst du denn hier, Kollege? Wo haben wir denn das nächste Reichabbaugebiet? Da oben. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Damit habe ich gerechnet. Und hier ist auf einmal urplötzlich Schluss. Okay, hier endet wohl das Abbaugebiet. Ich versuche mein Glück mal da oben. Ich vermisse es einfach nur aus Spaß zu klettern. Da war doch gerade ein Ausschlag. Heutzutage geht es immer um Leben und Tod. Wir haben Ziele. Haben wir nicht. Wir haben so gut wie alles erledigt. Ziemlich viel Eisen hier. Jetzt haben wir auch schon fast wieder alles abgebaut. Ups. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Hab's mitbekommen. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Hier ist nichts, vielleicht da oben. Da komme ich so nicht hoch.
Da könnte was sein. Oder auch nicht. Uhu. Nix, das weiß ich, da war ich vorhin. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich gehe noch mal hier links hin. Ist doch was. Titan. Nein, 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 nein. Oh! Mist. Das wollte ich nicht. Komm schon, komm schon. Man hätte es ja schaffen können. Ja. Hier ist irgendwo noch was. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Da ist ja was. Nickel. Ah, hier. Hier ist immer noch was. Ich geh mal da runter, vielleicht finde ich hier was. Hey, Peanut Butter. Ich sollte Sie daran erinnern, Ihre Waffe zu überprüfen. Ah, oh, richtig. Danke, V. Immer noch? Naja, ob ich hier noch großartig was finden werde.
Leider nicht. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich habe hier eigentlich schon fast alles abgebaut. Da ist noch was. Da komme ich am besten von da aus hin. Hallo? Ich habe gehört, die Ressourcenlieferungen haben zugenommen. Das ist ein gutes Zeichen für alle, die hier zu leben versuchen. Voraus. Und? Wie ist da sonst nichts? Ist hier nur Eisen? Ein bisschen Vanadium kann nicht schaden. Wir sollten uns diese Cat-Tech vielleicht mal ansehen. Okay. Einen Moment, hier war doch gerade Vanadium. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich habe ein Überwachungsgerät der Kent geortet, Pathfinder. Sehr schön. Die sinnvollste Vorgehensweise wäre, es zu zerstören. Sam, was hast du für mich? Ich habe den zentralen Ort ermittelt, mit dem die Überwachungsgeräte der Kent verbunden sind. Ich füge den NAV-Punkt jetzt Ihrem System hinzu. Sehr gut. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass wir das noch schaffen werden. Moment, wo ist der NAV-Punkt? Da oben. Erobert, aber nicht gezähmt, wie wir immer sagen.
Jetzt wird's lustig. Bitte warten. Hallo Pock. Oder wie du heißt. Waren das alle? Scheint so. Was haben wir denn da? Immer schön den Ressourcenscanner anmachen. Man kann ja eventuell alles mal gebrauchen. Okay, hören Sie wie. Ich nenne Sie ab jetzt wie, okay? Wenn wir das nächste Mal auf Kedera sind, Sie und ich, dann machen wir was Dummes und haben Spaß. Kedera ist instabil. Ich könnte Geschäftsabschlüsse gefährden, oder? Nee. Das will ich nicht hören. Wir ziehen Ihnen was anderes an, schmieren Ihnen Schminke ins Gesicht. Und Sie werden für diese Nacht zu Tessaria oder Luciana oder Clio, was Sie wollen. Priscilla. Aha, ich sehe schon, Sie sind voll dabei. Ich bin dabei. Voll. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass die Waffe so heftig verteilen kann. Gegeben. Jetzt oh, das Geschoss macht doch schon. Von alle. Ich glaube, das war alles. Und ich liebe meine Waffen. Ah, da ist ja noch was. Lithium. Scheint so, als ob da noch ein paar Kette rumlungern. Eos fühlt sich
schon mehr wie ein Zuhause haben. Aber es ist trotzdem immer noch hauptsächlich harte Arbeit. Damit habe ich nicht gerechnet. Ach ja. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wenn er mich mal lässt. Hallo. Sehr seltsam. Warum braucht er so lange zu laden? Naja, ich würde sagen, das ist dann ein deutliches Zeichen für eine kurze Streampause. Beziehungsweise Episodenpause. Ich danke den Leuten auf YouTube fürs Zusehen, den Leuten auf Twitch genauso. Und ja, ich würde dann sagen, tschüss, bis denn. Ah ja, und die Leute im Stream können ruhig dranbleiben. Ich werde dann versuchen, so schnell wie möglich wieder weiterzumachen.